Blutungen in der Frühschwangerschaft sind wahrscheinlich die Horrorvorstellung jeder Schwangeren. Allerdings sind nicht alle Blutungen gefährlich, manche jedoch schon. Deswegen gucken wir uns doch mal verschiedene Ursachen an für Blutungen in der Frühschwangerschaft. Stellst du die Blutung zu dem Zeitpunkt fest, um die eigentlich deine Periode herumkommen sollte, kann es sich um eine Einnistungsblutung handeln. In dem Moment, wo der Embryo sich in die Gebärmutterschleimhaut eingräbt, verletzt der kleine Blutgefäß und das kann zu einer ganz leichten Blutung führen. Ebenfalls harmlos sind sogenannte Kontaktblutungen. In der Schwangerschaft ist der Muttermund deutlich, deutlich besser durchblutet und dadurch kann es bereits bei Miniaturverletzungen zu Blutungen kommen. Und diese Kontaktblutungen können sogar auftreten nach dem Sex oder auch sogar nach einer Ultraschalluntersuchung beim Frauenarzt. Sie sind aber, auch wenn sie echt erschrecken, absolut harmlos. Abgesehen von der veränderten Durchblutungssituation verändert sich in der Schwangerschaft natürlich auch dein Hormonhaushalt drastisch. Und das kann tatsächlich auch zu sogenannten hormonell bedingten Blutungen kommen, die mitunter auch deutlich stärker ausfallen können. Man muss aber auch sagen, dass Farbe und Stärke der Blutung kein Aufschluss dafür sind, ob es sich um eine harmlose oder um eine nicht harmlose Blutung handelt. Jetzt wird es noch etwas medizinischer. Sind vor der Schwangerschaft schon Polypen vorhanden gewesen, können diese auch in der Schwangerschaft zu einer Blutung führen. Ebenso zu Blutungen führen können Hämatome. Hämatome sind etwas kritischer, weil sie können, müssen aber nicht negativ auf die Schwangerschaft sich auswirken. Wenn ein Hämatom blutet, dann bedeutet das nicht automatisch, dass eine Fehlgeburt vonstatten geht. Es kann aber eine Fehlgeburt auslösen. Ebenso kann selbstverständlich eine Blutung in der Schwangerschaft auch bedeuten, dass gerade eine Fehlgeburt vonstatten geht. Es ist aber auch nicht so, dass eine Fehlgeburt mit einer Blutung einhergehen muss und gleichzeitig eben eine Blutung nicht immer eine Fehlgeburt bedeutet. Der Zusammenhang ist also nicht so eindeutig, wie man das manchmal denkt. Ganz kritisch dagegen und auch gefährlich kann eine Blutung sein, wenn sie durch eine Eileiterschwangerschaft ausgelöst wird. Deswegen gilt, jede Blutung in der Schwangerschaft, egal wie leicht, egal welche Farbe, gehört abgeklärt bei einem Facharzt oder einer Fachärztin. Noch Fragen? Schreib sie gerne unten in die Kommentare.